Jetzt hört's einmal zu. Hi, my name is. Wer tut schnell Horns? Jetzt hört so ein Veganer, der hauptberuflich Tierschützer oder Tierrechtler ist, auf seiner Homepage daher philosophiert, dass die Almen total schlecht sind. Er schreibt da unter anderem, er war wandern und es war praktisch unmöglich, mit der kleinen Tochter und seinem uralten Hund auch nur ein bisschen zu wandern, ohne auf Kuh- oder Ochsenherde zu treffen. Ja, man, was hat er gemeint auf der Alm? Hat er gemeint, da ist ein Supermarkt da oben oder was? Hä? Auf einer Alm sind Tiere. Surprise, surprise. Das haben wir jetzt eigentlich vorher nicht gewusst, oder wie? Zusätzlich war alles zugeschissen. Er konnte sich nirgends hinsetzen und nicht mal seinen Rucksack abstellen, vom Gestank und der Fliegen ganz zu schweigen. Und das hat ihn veranlasst, einen Beitrag über Almen zu schreiben. Und darin behauptet er, Almen töten Menschen. Wiederholt sind auf Almen in den letzten Jahren Menschen von Rindern zertrampelt und getötet worden. Dann sagt er auch, dass Rinder beim Anblick seines Kleinkindes ebenfalls aggressiv wurden und deswegen wird so eine Wanderung mit einem Kleinkind zum Spießrutenlauf. In einem anderen Beitrag hat er noch erwähnt, dass er seinen uralten Hund auch mitnimmt. Das hat er da aber schön weggelassen. Wer hat das schon gewusst, warum? Weiters zeigt er auch ein Bild, wo seine kleine Tochter einen halben Meter vor einem Weidezaun steht und dahinter sind zwei Kolmen mit Hörner, die das Kind ganz normal anschauen. Ich meine, abgesehen davon, dass sich die Tochter in 15 bis 20 Jahren sicher bedanken wird beim Vati, dass er das im Internet so umgezahlt hat und überall hergeht. Ich meine, das ist ja ein anderes Thema, Internet, Kinder, wenn der Vati meint, das muss er dann eh mit dem Kind selber mal ausmachen. Aber es ist schon interessant, ja, dass er seine Tochter da so nahe zu diesen gefährlichen Tiere zu ihr lässt. Ich würde es halt nicht machen, aber bitte. Almen, schreibt er weiter, sind kein Naturraum. Sie entstehen durch Rodung, oft durch Brandrodung. Das kann gefährlich werden. Regelmäßig sterben Menschen in Lawinen auf Almen, wie zum Beispiel letzten Winter, als Ski- und Schneeschuhwanderer unter Lawinen gekommen sind. Natürlich, es ist tragisch, wenn Menschen unter Lawine sterben. Aber warum ist jetzt da die Alm schuld, wenn ein Skitourengeher stirbt? Man, der ist sich, glaube ich, der Gefahr schon bewusst, wenn er da aufgeht. Nach diesem Argument musst du eigentlich jedes Skigebiet sofort zusperren. Man, übrigens, er setzt ja auch Almen mit dem Abbrennen vom Regenwald im Amazonas gleich. Ja gut, wer kennt sie nicht, die Brandrodungen auf den Mölltaler Almen, wo zigtausende Menschen aus ihren Wohnungen vertrieben wurden. Mir ist kein Fall in den letzten 100 Jahren bekannt, wo eine Alm durch eine Brandrodung entstanden ist. Aber was weiß ich als dummer Bauer schon, abgesehen davon, es gibt auch Hochalmen, ne, die sind über der Baumgrenze, keine Ahnung, was man da gerodet hat. Dann schreibt er noch, auf Almen leben Rinder oft über 100, was auch immer das heißen soll, und die hinterlassen ihren Kot. Ja, sollte man vielleicht einmal einen Kanal aufgekommen oder was meint er denn? So eine Kuhflade ist sehr rutschig wie eine Bananenschale. Eine Freundin von mir ist auf einer solchen Kuhflade getreten und hat sich dabei den Meniskus zerstört. Sie bekam ein Keramikknie. Ja, hoffentlich ein veganes. Da fällt mir so ein Witz ein, so ein alter. Geht der Burgenlein auf der Straße, 5 Meter vor ihm sieht der Bananenschale und sagt, ah scheiße, in 5 Sekunden liege ich auf der Pappen. Almen sind oft abgezäunt. Das soll verhindern, dass die Rinder von einer zur nächsten Alm wechseln und sich dadurch mischen. Ja, wo ist es sonst? Sollen wir unsere Kühe im Nachbarstor dem Lunga zusammenklammern im Herbst? Ja, keine Ahnung, wie er sich das vorstellt. Diese Zäune sind nicht selten mit Stacheldraht versehen. Ja, mit was denn sonst denn bitte? Wie soll man denn sonst kilometerlange Zäune machen? Nicht, da musst ein paar hundert auf tausende Stempeln umzahnen in der Gegend, den schwarzen Stacheldraht rollen, umschleifen. Nicht, nachher schaust du sowieso aus, die hängen komplett über, mit Blut über Satan von diesem Stacheldraht. Mit was soll man denn sonst bitte eine Alm abzäunen? Mit einem rot-weiß-roten Baustellenbandeln wird es zu wenig sein. Eine Wanderkollegin von ihm stach sich einmal ein solches verschmutztes Drahtstück in den Oberschenkel.
sodass sich eine Blutvergiftung entwickelt. Vielen Dank, liebe Almbauern. Gern geschehen. Ein weiterer Freund von ihm hat Wasser aus einem Bergbach getrunken und danach war er krank, weil die Kühe halt angeblich oben ins Wasser reingeschissen haben. Ich würde jetzt da nichts über seine Freunde sagen, aber naja, ich sehe da schon eine gewisse, ne? Na, was, sagen wir schon da nichts. Er sagt auch, Almen fördern die Erosion. Angeblich ist der Almrasen so dünn, wenn man da mit Bergschuhen rauftritt, führt das zu Hangrutschungen. Wirklich sehr gefährlich. Deswegen kommen ja jeden Sommer regelmäßig die Almen ins Dolober, ne? Eine Mure nach der anderen immer wieder allein von den Fußabdrücken der Wanderern. Almzäune zerschneiden Lebensräume. Wildtiere laufen im Dunkeln gegen den Stacheldraht. Einmal habe ich gesehen, wie ein Reh so schnell in einen Almzaun gelaufen ist, dass er sich das Genick gebrochen hat. Interessanterweise hat er davon kein Foto, obwohl er sonst gerne Bilder und Videos macht. Diesmal hat er darauf verzichtet. Almen haben überdüngte Böden. Auf den Almen werden deutlich mehr Tiere gehalten, als die Natur dort an Kot verträgt. Ich kann euch eins sagen, auf der Alm liegen weniger Kurfeln um als in manchen Städten Hundewurzel. Almen schädigen das Klima, Almen vernichten Wald, Almen erfordern Forststraßen, weil die faulen Bauern nicht zu Fuß auf die Almen gehen wollen. Almen verseuchen Quellwasser, Almen produzieren massenweise Fliegen. In Rumänien, die Almbauern sind viel klüger, bla 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 und so weiter und so fort. Ich habe mir lang gedacht, muss ich auf jeden Schmarrn reagieren? Muss ich auf jeden Rülpser? Jeder Mensch mit einem Hausverstand checkt ja sowieso genau, dass der da einen kompletten Vollholer daherredet. Aber das Blöde ist, erstens hört er nicht auf und schreibt regelmäßig weiter, fast jeden Tag eine sogenannte wissenschaftliche Abhandlung zum Thema Alben. Er wird von den Medien hofiert, er wird zu Radiosendungen eingeladen, von Zeitungen interviewt, er wird überall als seriöser Gesprächspartner wahrgenommen. Er und sein Team arbeiten sogar mit der Marke Zurück zum Ursprung von der Supermarktkette Hofer zusammen. Da steht dann auf den Produkten Tierwohl kontrolliert, steht da drauf, weil die Leute ihren Sanktus gegeben haben. Was qualifiziert denn bitte solche Leute eigentlich über landwirtschaftliche Produkte und Tierhaltung urteilen zu können? Es ist dasselbe, wie wenn mich der Franco Foda anruft und fragt, du Hans, wen soll ich denn ins Nationalteam einberufen? Und ich sag dann, du Franco Foda, den Alaba und den Anautovic, den kannst du gleich daheim lassen, die brauchst du nicht mehr, die sind zu schlecht. Lass doch wieder mal diesen Hans Krankl spielen. Der hat immer viel Tore geschossen. Was ist mit dem? Und auf jeden Fall hat dieser Tierschützer auch einen Haufen Menschen, die ihm blind glauben. Die sind dann der Meinung, oh, der hat einen Blog. Das ist ja eine wissenschaftliche Abhandlung. Wenn der das sagt, dann muss das ja stimmen. Das ist ja sicher fundiert. Und was da bei ihm auf Facebook kommentiert wird, du weißt echt nicht, ob du lachen oder blären sollst. Anna schreibt zum Beispiel, ich bin ebenfalls für die natürliche Bewaldung samt CO2-Speicherung, die Selbstbeweihräucherung für die vermeintliche Landschaftspflege samt Vermarktung der Tiere und einem Tierleiden-Label ist ein Hohn. Und dann ist natürlich noch eine gute alte Bekannte von mir, wegen der ich vor 2 Jahren schon einmal ein Video machen musste, wenn ihr es nachschauen wollt, YouTube Killerkühe. Sie schreibt diesmal, ich kann den Text von M. nur voll und ganz zustimmen. Die einseitige, somit alle, die von den Medien und Landwirtschaftsvertretungen überall der Öffentlichkeit suggeriert wird, habe ich ebenfalls bis zum Kragen satt. Ist das Deutsch? Ja, glaube ich schon. Menschen, die sich sehr viel ruhig und bescheiden in der Natur bewegen, werden von der Bio-Fleischproduktion am Berg total in die Enge getrieben. Die Natur wird missbraucht und am Ende wird die Viehzucht noch als ideal und idyllisch beworben. Es geht nur um bessere Vermarktung der tierischen Produkte, Bequemlichkeit der Betreuung der Tiere und Ausbeutung aller Ressourcen. Ohne Viehzucht am Berg wäre der Natur wohl besser geholfen und wenige informierte und erfahrene Bergbesucher könnten in Ruhe in der Natur ihre Mitte erleben und das erkennen, was im Leben wirklich wichtig ist. Zu der Dame muss ich noch kurz sagen, die kommt aus Wien, hat in Oberkärnten einen Zweitwohnsitz gekauft. Dieser Zweitwohnsitz ist eine Wohnung und zwar auf einem wunderschönen See. Für diese Wohnung ist ein kleines
Waltl gerodet worden. Da haben sie den Hang eingeschrämmt, einbetoniert, alles weggeklatscht. Und da wohnt sie jetzt. Und am Wochenende geht sie auf die Alm und beschwert sich, dass die Kühe die Natur zerstören. Ich möchte zu diesen Tierschützer gar nicht mehr viel sagen. Wenn ich ihn so beobachte, reagiert er oft auf Kritik sehr aggressiv und batzig. So wie ich das auserlese, träumt er davon, dass das ganze Land zuwachsen soll und die Menschen sollen in sogenannten Megacities leben. Auf Twitter hat er geschrieben, zu den Almen gar nicht bewirtschaften, lassen wir die sensible Bergwelt den Wildtieren, wir brauchen Natur statt Kulturlandschaften. Also jetzt denjenigen, die für Gegenargumente noch aufgeschlossen sind, möchte ich jetzt schon ein paar Fakten bringen zum Thema, Almen sollen wieder Wald werden. Wir haben in Österreich kein Waldsterben, ganz im Gegenteil. In Österreich wächst jährlich 3400 Hektar Wald zu. Das heißt auf Deutsch gesagt, es wächst mehr nach, als wir schlägern. Ja, für Stadtleute heißt das, das sind quasi 4700 Fußballfelder, die im Jahr zuwachsen. Und ich kenne jetzt schon wieder das Argument, jetzt meinen Sie sagen, das sind diese Fichtenmonokulturwälder. Nein, das stimmt nicht. In Österreich wächst jetzt dann eher Mischwald zu. Schon auch Fichten, aber auch Lärchen, Buchen, Birken, alles pipapu halt, nicht alles, was man zu haben wollt. In Österreich gibt es 8.086 Almen, 300.000 Rinder sind auf die Almen oben im Sommer, 10.000 Pferde, 115.000 Schafe, 11.900 Ziegen, mittlerweile sogar oft Almschweine. Almfutterfläche je GVE haben wir 1,19 Hektar und eine Almfläche je GVE 3,4 Hektar. Das heißt, eine ausgewachsene Kuh hat 3,4 Hektar Alm nur für sich, wirklich eine massive Massentierhaltung bis zu geht nicht mehr. Und vor allem, die Leute regen sich auf, wenn Tiere im Stall gehalten werden, da schreien sie und dann schreien sie dann Tierquälerei, eine Frechheit, treibt man die Viecher dann auf die Alm auf, dann ist es auch nicht mehr gut, dann ist man gierig, dann verschandelt man quasi die wunderschöne Bergluft, was weiß ich, was ich, keine Ahnung, was die dann wollen. Auf einer durchschnittlichen Almfläche kommen zwischen 30 und 50 unterschiedliche Pflanzenarten vor. So viel zum Thema, dass keine Vegetation oder sonst irgendwas sein soll. Für zahlreiche Arten wurden geeignete Lebensräume erst durch die Almwirtschaft erweitert, wie etwa zum Beispiel für den Frauenschuh, das Alpenmurmeltier oder Zottelnasen, die in kleinen Verbänden auf Bergwiesen leben. Es heißt immer, geht die Kuh, kommt der Wald. Jetzt werden Spezialisten sagen, ja super, aber das hätte negative Auswirkungen auf die Biodiversität der Almen. Wenn man die Almen auflassen würden, würden Orten, die offene Flächen benötigen, zurückgehen und wir hätten eine Vereinheitlichung der Vegetation, einen Rückgang der Struktur und Artenvielfalt. Und natürlich hat auch eine Alm eine Schutzfunktion. Weil ein Zurückgehen der Almen würde sogar ein vermehrtes Auftreten von Lawinen, Muren und Hochwässern bedeuten. Gepflegte Almweiden haben einen Einfluss auf das Wasserspeichervermögen und auf das Abflussverhalten bei Niederschlag. Nutzungsänderungen oder Bewirtschaftungsaufgabe führen zu einer Veränderung der Vegetation und des Wurzelsystems und können damit das Abflussverhalten und das Wasserspeichervermögen einer Almfläche verändern. Und das noch oft heißt, Überdüngung oder so. Auf meiner Alm, da wird nichts gedüngt. Ja, da ist, man sieht ja, die Kurpflanzen sind da, aber weißt du, der Regen und das wascht das eh wieder weg. Das ist dann in einem halben Jahr sowieso alles schon wieder fort. Und es gibt natürlich oft so Almwiesen, da düngt man halt mit dem sogenannten Wirtschaftsdünger, also mit Kuhmist und mit Jauchen. Das ist kein Kunstdünger, das ist einfach der natürliche Dünger, der eben von der Rinderhaltung oder auch Schweinehaltung abfällt. Und diese Düngung ist eine bodenpflegliche Maßnahme, weil durch die Düngung bleibt die Grasnorm geschlossen und es bleibt stabiler. Aus minderwertigen Weiden können nachher Fettkrautweiden entstehen und wichtig in diesem Zusammenhang ist einfach die Diversität des Bewuchses. Durch die Ausbreitung eines organischen Stalldüngers können die Bodenorganismen den Oberboden lockern. Durch die bessere Durchwurzelung des Bodens wird dann die Infiltrationsrate, also das Versickern in den Boden, und die Wasserspeicherkapazität des Bodens erhöht. Die Wurzeln reichen nicht nur tief an den Boden, sie enden auch in unterschiedlicher Tiefe. Das bedeutet, dass die Verzahnung mit dem Untergrund besser ist und der Oberboden besser stabilisiert ist. Also auf Deutsch gesagt, eine vorsichtige Düngung mit gut verrotetem Stollmist ist jedem Mineraldünger überlegen.
Ruft er jetzt auf Rung, kann die Almwirtschaft, falls nicht standortgerecht betrieben, ein Gefahrenpotenzial darstellen? Weder aus der Literatur noch bei der Befragung von Experten konnte ein konkreter Erfolg genannt werden, wodurch die Almwirtschaft, eine Ortschaft, massiv gefährdet wurde. Ich meine, ganz ehrlich, schön langsam reicht's mal. Also ehrlich gesagt, es kotzt mich schon an. Es kotzt mich wirklich schon an. Also man tut ja eh, man schaut um, man schäpft. Als Almbauer, du verdienst ja nicht viel. Gerade diese Almbauern, die haben ja eigentlich einen Nebenjob, die sind Nebenerwerbsbauern, die gehen oft in der Früh, was weiß ich, um 5 in den Stall und um 7 nehmen sie ein Backele, gehen auf die Baustelle, machen da Maurerarbeiten, Automechaniker, Landmaschinenmechaniker, sonst irgendwas, du schäbst eh, auf Nacht kommst du dann heim, gehst in den Stall, irgendwann um 10 kommst du dann ins Bett, hundsmiert. Kein Almbauer ist reich, ne? Und dann kann man... Und dann kommen echt so eine Leiter her, die absolut keinen Tau holen, die wirklich von Tuten und Blasen keine Ahnung haben. Und nachher kannst du dich als Tierquäler, als Umweltverschmutzer, als Naturzerstörer, was ich alles beschimpfen lassen. Wir haben doch bitte keinen was getan. Wir wollen einfach nur mal in Ruhe gelassen werden. Sucht euch bitte mal einen anderen Opfer. Denn das, was diese ganzen Tierschützer so machen, ist einfach nur mehr Hetze. Dann geht's auf den Berg und dann schaut's ab ins Tal. Was werdet ihr da sehen? Rundherum eine schöne Landschaft, Almen, Wiesen, Weiden, Getreidefelder, einfach schön. Und warum ist bei uns das so schön? Weil die Menschen, die da am Land leben, seit Jahrhunderten die Landschaft pflegen und erhalten. Und dann gehen Leute her, die ihr ganzes Leben lang noch nie vom Arbeiten einen Muskelkater gekriegt haben und faseln was von gierigen und bequemen Bauern daher. Das ist einfach nur eine Frechheit. Wer Almen für das Guantanamo von Österreich hält, wer glaubt, Almen sind gleich schädlich wie das Roden des Regenwaldes. Wer Almbauern als dumm bezeichnet, wer Bauern als faul bezeichnet, obwohl die durch ihre harte Arbeit dafür sorgen, dass die Almen erhalten bleiben. Wer sagt, die Rinder und Schafe sollen vom Wolf gefressen werden. Wer der Meinung ist, Almen sind total schlecht, aber trotzdem jedes Wochenende mit seinem Hund da oben umgekreut. Ich hab einen Tipp für euch. Bleib's einfach daheim. Es wird euch niemand vermissen. Ich steig auch nicht bei euch in den Garten um und beschwer mich dann, wenn da ein Haufen von einem Hund rumliegt. Mir ist schon klar, dass ich jetzt mit diesem Beitrag da einige Menschen aufgerüttelt habe, die was mich jetzt dann attackieren werden, aber das ist mir ehrlich gesagt wurscht, denn wie hat schon der berühmte Philosoph Donny Polster immer gesagt, was kümmert's dem Mond, wenn ein Hund ihn anbellt? Vier Denk. Jetzt hört's einmal zu! Hi, my name is... My name is... Wenn du schnell kommst.